So, herzlich willkommen zusammen zur fünften Vorlesung, zur ersten Vorlesung nach unseren theoretischen Vorüberlegungen. Das heißt, heute geht es wirklich mit Gestaltungshinweisen zur Sache. Andererseits muss ich euch wahrscheinlich enttäuschen, wir machen heute keinen Krach und werden keinen von nebenan reinlocken, nehme ich an. Gut, müssen wir ohne zurechtkommen. Es geht heute in erster Linie um das Gestalten von Piktogrammen oder Icons, wie man üblicherweise auch sagt. Und vorher ein paar kurzen Vorüberlegungen, die wir machen müssen. Zum einen zur wertgeleiteten Technikgestaltung. Also welche Idee, welche Grundidee steckt eigentlich dahinter? Und zum anderen zu unserem Leitkriterium, also wirklich unser Motto, an dem wir alles aufhängen werden. Ich fange mit dieser wertgeleiteten Gestaltung mal an. Da geht es eigentlich darum, wie sehen wir denn eigentlich den Nutzer? Was haben wir für ein Nutzerbild? Und ein Nutzerbild, von dem ich euch sehr abraten möchte, ist eines, was leider unter Informatikern oder generell unter Technikern ein bisschen verbreitet ist, nämlich das vom sogenannten DAU, vom dümmsten anzunehmenden User. Ich habe da links auch mal die Definition aus der Wikipedia hingeschrieben, der Artikel, der das da schön beschreibt. Und da steht dann, wenn man da am Ende mal reinguckt, steht da, Programme, die durch einen dümmsten anzunehmenden User zum Absturz gebracht werden können, sind schlecht geschrieben. Das ist eine etwas bedauerliche Sichtweise, sowohl auf den Nutzer als auch auf uns selbst, als diejenigen, die da Nutzungsschnittstellen und Programme gestalten müssen. Es zeigt so einen arroganten Blick, ne? Also wir Techniker, für uns Techniker wäre es ja alles so schön, wenn diese blöden Nutzer nicht da wären, die das immer alles falsch bedienen. Und nur weil die nicht wissen, was sie machen, müssen wir jetzt irgendwie die Programme so dumm gestalten oder irgendwie sowas. Das ist eine Gestaltung, die sollte man sich abschminken. Es gibt andere Begriffe dieser Art übrigens, ich weiß nicht, ob ihr Error 40 vielleicht schon mal gehört, der Fehler sitzt 40 cm vor dem Bildschirm. Oder Error in Layer 8, das ist, wenn ihr mal zurückdenkt, oder vielleicht habt ihr das ja auch gerade direkt irgendwo damit zu tun, mit diesen OSI-Layern, diese Netzwerk-Layer, wo Layer 7 ja die Anwendungsschicht ist, also ist Layer 8 offensichtlich der Anwender. Wie gesagt, all diese Interpretationen, all diese Arten, den Nutzer zu sehen, sind nicht die, die wir euch hier vermitteln wollen. Es ist übrigens auch insofern bedauerlich, als dadurch, dass solche Konzepte kursieren, viele Computernutzer selber dieser Meinung sind und dann auf einen zukommen und sagen, ich bin dafür zu blöd oder irgendwie sowas. Da wollen wir gar nicht hin, sondern wir wollen User Interfaces gestalten, die Nutzer benutzen können, und zwar alle Nutzer. Und so sehr anders sind wir als Techniker dann auch nicht in Bezug auf das User Interface. Das führt zu dem, was ich wertgeleitete Gestaltung hier mal nennen möchte. Das sind quasi Grundideen, Grundwerte, die man nicht wissenschaftlich begründen kann, sondern die eigentlich eher unserer Weltanschauung entsprechen und auch üblicherweise, sagen wir im Bereich des User Interface Gestaltung, die üblichen Werte sind. Nämlich, dass man den Nutzer nicht bevormundet, sondern dass man dem Nutzer möglichst die Freiheiten lässt, die er haben kann und ihn nicht irgendwie in irgendwelche Bahnen lenkt, ohne dass es notwendig wäre. Und auf der anderen Seite, dass man den Nutzer sich nicht unfähig oder als Bittsteller fühlen lässt. Das hat ganz viel damit zu tun, was man zum Beispiel in bestimmte Texte hineinschreibt. Wenn man also zum Beispiel Fehlermeldungen macht, in denen man den Nutzer regelrecht beschimpft oder ihn so mit Fachvokabular zuknallt, zuballert, dass der nicht mehr weiß, woran er ist, dann verletzt man diesen zweiten Wert, den ich hier aufgeschrieben habe, weil dann kommt der Nutzer sich so vor, als müsste er das eigentlich wissen, weiß es aber nicht fühlt sich dann schlecht. Generell kann man übrigens sagen, dieser Nutzerbegriff ist immer ein bisschen schwierig. Wir benutzen ihn hier, weil mir auch wirklich kein wirklich besserer einfällt. Ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Aber es ist ja nun häufig so, dass man so eine richtig gute Trennung zwischen Nutzer und Nichtnutzer gar nicht machen kann. Vor allen Dingen für uns Informatiker ist das ja so. Wir sind alle Gestalter von Computersystemen, von Softwaresystemen an irgendeiner Stelle, aber immer nur an irgendeiner Stelle und sind gleichzeitig auch immer Nutzer.
von anderen Programmen oder auch von den Programmen, die wir nutzen, um die andere Software zu erzeugen. Das heißt, wir haben immer irgendwie zwei verschiedene Brillen auf, die wir abwechselnd aufsetzen sollen. Und wenn wir bei den zwei verschiedenen Brillen nicht zwei ganz unterschiedliche Welten sehen würden, wäre das ganz gut. Das ist also das, was hinter unserer wertgeleiteten Gestaltung steckt. Ein interessanter Aspekt, der nochmal unter dem zweiten Gesichtspunkt hier stehen, also nicht unfähig oder sich als Bittsteller fühlen lassen, ist der mit Humor. Ich weiß nicht, ob ihr schon Software gehabt habt, die auf den Gedanken gekommen ist, oder beziehungsweise die Software ist ja nicht auf den Gedanken gekommen, sondern ein Programmierer auf den Gedanken gekommen ist, irgendetwas lustig auszudrücken, lustige Fehlermeldungen oder irgendwie sowas. Hier sind ein paar schöne Beispiele. Die oberen sind beide von YouTube, oben wird irgendwas von Affen erzählt und hier unten smash your head against the keyboard when done, remain round in circles, wave your heads and scream. Oder hier eine Fehlermeldung, die als gute Fehlermeldung beschrieben ist, hier in dem Buch von dem Herrn Crawford, The Art of Interactive Design. Das ist dieses Buch mit der Dialogmetapher, was ich am Anfang mal hatte in der ersten Vorlesung, wo dann unten auf so einem Knopf drauf steht, shoot the programmer. Das ist lustig, ganz am Anfang, vielleicht noch beim zweiten Mal und irgendwann macht einen das richtig aggressiv. Es ist also keine gute Idee, irgendwo so lustige Sachen einzubauen in User Interfaces. Computer können nicht wirklich lustig sein, vor allen Dingen wissen die ja nicht, wenn es genug ist. Ne? Und wenn sie jetzt wirklich erkennen könnten, wie ist der davor drauf, kann der das jetzt vertragen oder nicht, dann mag das ja vielleicht sogar noch irgendwie gehen, aber üblicherweise sollte man darauf verzichten. Gut, so viel zu diesen Grundwerten, dieser wertgeleiteten Gestaltung. Dann zu unserem Leitkriterium. Wir haben ein Leitkriterium für alles, was jetzt in der Folge kommt und das Leitkriterium heißt Reduzierung erzwungener Sequentialität. Das müssen wir uns jetzt ein bisschen genauer überlegen, was das bedeuten kann, diese merkwürdigen Begriffe. Zum einen, was haben wir überhaupt, womit sind wir konfrontiert? Und das sollte aus den letzten drei Vorlesungen so die Quintessenz sein. Wir haben ein User-Interface zu gestalten. In dem Computer ist irgendetwas drin, irgendein Systemzustand. Und diesen Systemzustand müssen wir wahrnehmen können, müssen wir als Nutzer verstehen können und müssen wir manipulieren können. Und wir als Programmierer, Softwaregestalter sind in der Aufgabe, dies zu ermöglichen. Und das können wir natürlich auf ganz verschiedene Arten und Weisen tun. Können wir besser tun und können wir schlechter tun. Und wie wir es nicht tun sollten, ist, indem wir den Nutzer zu Sachen zwingen, zu die wir ihn nicht zwingen müssen, oder dass wir dem Nutzer irgendwelche Aufwand auferlegen, den er nicht machen müsste. Und genau das ist das, was wir mit erzwungener Sequentialität meinen. Wir sollten also vermeiden, dass es unnötigen Aufwand gibt, und zwar sowohl motorisch, also dass ja irgendwo dass jemand viel klicken muss oder viel tippen muss oder sowas, mental, dass man viel zu viel nachdenken muss, und auch sensorisch, also dass die Oberfläche so gestaltet ist, dass es ganz kompliziert ist, sie überhaupt wahrzunehmen oder das Richtige darauf zu finden. Das Leitkriterium heißt Reduzierung erzwungener Sequentialität. Und wichtig ist da drin auch das Wort erzwungen. Denn es gibt natürlich Sequentialitäten, also Abfolgen, die erzwungen sind, die in der Natur der Aufgabe liegen. Ein Beispiel von außerhalb des Computers habe ich hier genommen, was jeder kennt beim Anziehen, erst die Schuhe, dann die Socken, das geht nicht. Das ist eine aufgabeninhärente Sequentialität, die kann ich nicht vermeiden. Aber ich sollte Sequentialitäten vermeiden, die nicht in der Aufgabe direkt liegen. Man kann natürlich Sequentialitäten auch einbauen, damit etwas einfacher wird. Also wenn ich zum Beispiel so einen Assistenten baue. Ich mache so ein Word oder irgendeine Textverarbeitung, einen Briefassistent. Und der Briefassistent fragt mich der Reihe nach die Informationen ab, die man für einen Brief so braucht. Dann ist das eine Sequentialisierung des Briefes. Ich bin ja nicht mehr so frei. Ich könnte ja sonst den Brief einfach irgendwo anfangen und hinterher fertig gestalten. Dagegen spricht nichts, solange ich das andere auch noch kann. Wenn ich nur in diese Tretmühle hineinkäme, dass ich so das nacheinander machen müsste, dann hätte ich ein Problem. Gucken wir uns mal an, was es für Arten von erzwungener Sequentialität gibt. Und ich habe da drei aufgeschrieben. Die erste ist die eigentlich am einfachsten nachzuvollziehende, weil sie ziemlich genau dem Wort einfach direkt entspricht, eine erzwungene Reihenfolge. Und ich gebe euch ein Beispiel, was mir hier in OpenOffice
oft unterkommt. Ich will hier ein Bild einfügen an dieser Stelle. Und darunter seht ihr, steht schon die Bildunterschrift, aber einfach als Text reingeschrieben. Und was ich jetzt machen will, ist, ich will diese Bildunterschrift als richtige Bildunterschrift einfügen. Also sage ich Beschriftung einfügen und will jetzt diesen Text, nehmen wir das Fenster mal an die Seite, diesen Text hier markieren, um ihn da einzufügen. Gut, das geht nicht. In diesem Zeitpunkt kann ich das nicht mehr. Das heißt, ich muss auf den Gedanken kommen, jetzt entweder selber abzutippen, was erzwungene Sequenzialität ist, oder ich muss die Reihenfolge andersherum wählen und den Text halt erst markieren, kopieren und dann erst diesen zusätzlichen Dialog öffnen. Das ist eine erzwungene Sequenzialität. Ich bin in eine Reihenfolge gezwungen worden, etwas zu tun, die nicht notwendig ist. Zum Beispiel ein Suchendialog funktioniert nicht so. Wenn ihr einen Suchendialog öffnet, könnt ihr sehr wohl aus dem Text Sachen herauskopieren und in den Suchendialog hineinkopieren. Es gibt keinen Grund, warum es einmal gehen sollte und das andere Mal nicht. Es mag schon in der Programmierung einen geben, aber zumindest aus der Aufgabe heraus gibt es keinen Grund. Das ist diese erste Ordnung, wie ich das mal genannt habe, erzwungener Reihenfolgen. Zweite Möglichkeit, unnötige Schritte. Also ich zwinge denjenigen nicht in eine Reihenfolge, aber ich erlege ihm Schritte auf, die er nicht braucht. Dies ist hier ein Dialog von Microsoft, allerdings auf dem Mac, wenn das Update läuft, wenn das Microsoft Office sich updaten will. Dann sagt das so schöne Sachen wie, schließen Sie die folgende Anwendung, um die Installation fortzusetzen, Microsoft Excel. Gut, wieso macht er das nicht selbst, kann man sich schon erstmal fragen. Und wieso kann ich denn hier, wenn ich schon zwei Buttons habe, an dieser Stelle diese Anwendung nicht schließen? Das wäre doch ein leichtes, hier einen weiteren Button anzugeben. Ich werde zu nur unnötigen Zusatzschritten gezwungen. Das ist insofern komisch, als dass es an anderen Stellen in Installationsdialogen geht. Hier gibt es ein englisches Beispiel, da steht Close Applications and Install. Es geht also, nur an dieser Stelle haben sie es nicht vorgesehen. Da habe ich diese zweite Ordnung, unnötige Schritte, die ich machen muss. Ich muss zusätzliche Schritte machen, die nicht direkt wirklich notwendig wären. Und als dritte Ordnung, unnötige Hindernisse. Das ist ein Beispiel von Windows 8. Ich glaube, ich habe schon mal gefragt, nutzte keiner mehr. Ne? Man kann von der Seite so ein Menü aufmachen, das nannte sich Charms Bar. Und da findet sich hier unten die Beschriftung PC-Einstellungen ändern. Und ich habe damals lange gebraucht, um festzustellen, dass das gar nicht nur die Beschriftung dieses Bereichs da unten ist, sondern dass das ein Button ist, den man anklicken kann. Das heißt, ich habe hier erzwungene Sequenzialität, einfach dadurch, dass ich lange gebraucht habe, das herauszufinden, oder dass man lange braucht, müsste man sagen. Ich bin ja jetzt nicht das Kriterium schlechthin. Aber es ist generell schlecht gelöst, weil man nicht erkennen kann, was ein aktives Element ist. Wir haben also ein Hindernis eingebaut in die Gestaltung. Diese Möglichkeiten von erzwungener Sequenzialität gibt es. Also es sind nicht nur Reihenfolgen, sondern es sind auch Zusatzschritte, die irgendwie notwendig sind, die vermieden werden sollen, wenn sie erzwungen sind. Ein wichtiges Konzept, was wir jetzt immer wieder haben werden, was uns immer wieder begegnen wird, und deswegen zeige ich es euch einmal im Vorfeld, wir kommen darauf heute noch mehrfach zurück, ist das der Designkonflikte. Und das hatten wir im Prinzip schon mal in der zweiten Vorlesung, als ich über die Wahrnehmung gesprochen habe. Da hatten wir einen bestimmten Konflikt, beziehungsweise man kann das als Konflikt formulieren. Ich hatte gesagt, die Wahrnehmung muss im Prinzip einen Kompromiss finden zwischen der Vollständigkeit der Wahrnehmung, dass ich alles wahrnehme, was da ist, damit ich eine vernünftige Entscheidung, eine vernünftige Entscheidung auf einer Grundlage treffen kann. Und andererseits muss die Wahrnehmung schnell sein. Weil sonst ist hinterher ein Raubtier schneller als die Wahrnehmung und dann brauche ich auch keine Wahrnehmung mehr. Diesen Kompromiss muss ich lösen. Und der Kompromiss ist quasi in der Evolution gelöst worden und hat uns dieses Wahrnehmungssystem beschert, was wir jetzt haben. Wo also nur wenig wahrgenommen wird und dann durch das Gehirn, also durch den hinteren Teil des Wahrnehmungssystems, wenn man so will, vieles wieder dazu gedacht wird, sodass das einigermaßen gut funktioniert. Gleichzeitig schnell und hinreichend vollständig. Das ist so ein Abwägen. Beide Anforderungen sind sinnvoll. Beide müssen erfüllt werden. Sie widersprechen einander aber auf gewisse Art und Weise. Und dann muss es einen Kompromiss geben, eine Auflösung dieses Konfliktes.
Und solche Konflikte haben wir bei der Gestaltung von Nutzungsoberflächen an ganz vielen Stellen und wir werden heute gleich zwei solche Designkonflikte kennenlernen und dann in den nächsten Wochen viele mehr. So, jetzt aber wirklich genug dieser ganzen Vorgespräche. Es geht um Icons. Und was wir machen müssen, ist, wir müssen uns vor allen Dingen von ein paar Vorstellungen verabschieden, die man an vielen Stellen liest und hört und die so irgendwie Allgemeinwissen sind, die aber falsch sind. Und das ist vor allen Dingen die Vorstellung, dass so ein Icon den Vorteil hat, dass man daran erkennen kann, wofür es steht. Irgendwie etwas, was so allgemein rumvagabundiert. Icons sind so toll, weil jeder versteht, wofür es steht. Und vor allen Dingen, dann wird auch noch gesagt, Icons sind auch international verständlich und. Und das kann man alles sehr stark in Frage stellen. Also das, was hier steht, ist Unsinn. Das funktioniert nicht. Und wir sehen das jetzt gleich mal ganz gut. Es gibt ja diesen Spruch da, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, nur die Frage ist dann, was sagen uns jetzt diese Bilder da? Diese drei. Was soll das bedeuten? Links unten haben wir dieses Yin-Yang. Gut, was heißt das? Ist das jetzt einfach nur überhaupt eine schöne Darstellung oder will ich jetzt was über asiatische Philosophie damit ausdrücken? Wo soll das Ganze hinführen? Was soll das bedeuten? Oben das Gebilde, kennt ihr auch als Diskette. Was ist diese Diskette? Was soll das bedeuten? Gut, wir wissen, häufig bedeutet so eine Diskette speichern. Das haben wir mal irgendwo gelernt. Wahrscheinlich dadurch, dass wir es oft gesehen haben in so einem Programm. Oder es hat uns mal jemand erzählt. Aber diese Diskette muss ja nicht für Speichern stehen. Ich hätte die Diskette ja letzte Woche auch auf die Folie draufpacken können, wenn ich eine Folie über alte Speichermedien gehabt hätte. Dann hätte die Diskette gar nicht so für den Vorgang des Speicherns gestanden, sondern für Datenträger als solches. Gut, alles Mögliche kann die bedeuten. Das rechts unten, Erdkugel, ja, Klimaschutz könnte es bedeuten. Bei Windows gibt es eine ähnliche Darstellung in einem Dialog, da bedeutet diese so eine Erdkugel Internet. Alles möglich, vieles ist möglich bei solchen Bildern. Man kann nicht wirklich sagen, wofür das Bild steht, nur wenn man das Bild sieht. Gucken wir uns mal diese Beispiele hier an. Was sehen wir hier alles? Eine ganze Menge Sachen. Finden wir für diese Sachen ein einzelnes Wort? Würde euch ein Wort einfallen, was das alles zusammenfasst? Also am ehesten ist es wahrscheinlich sowas wie Transportmittel. So, jetzt kann ich natürlich die Gegenfrage stellen. Sagt jetzt dieses eine Wort mehr als diese Bilder? Irgendwie ja, weil ich unter dem Wort Transportmittel natürlich auch noch Transportmittel verstehen kann, die hier nicht zu sehen sind. Andererseits sind die Bilder natürlich konkreter. Das heißt, ihr seht, ein besser, schlechter zwischen Text und Bild auf diese einfache Art und Weise, das eine sagt mehr als das andere, zu sagen, ist unsinnig. Wir haben nun aber am Bildschirm es mit vielen kleinen Bildern zu tun, meistens kleinen, nämlich diesen Bildern, die wir Icons nennen oder Piktogramme nennen. Und die haben auch tatsächlich einen Vorteil. Ich will jetzt nicht damit gesagt haben, mit dem, was ich eben hatte, dass man das bleiben lassen sollte, sondern man sollte natürlich solche Icons verwenden. Wir sehen auch nachher, warum. Aber vor allen Dingen sind sie da und wir müssen darauf achten, wie wir sie gestalten. Wenn ihr euch das mal anguckt, ich habe hier so ein bisschen eine Zusammenstellung gemacht, wie viele dieser kleinen Bilder es gibt, dann müssen wir, also wird die Wichtigkeit klar, dass wir uns darüber Gedanken machen können, wie sie gestaltet sind. Eigentlich, muss ich sagen, sind die großen Hersteller im Bereich Icon-Gestaltung auf einem guten Weg. Das war mal viel schlimmer. Also es gab mal Icons, die waren wirklich unmöglich. Das heißt, also Microsoft macht mittlerweile sehr angenehme Icons, auch Google macht gute Icons in seinem Android oder in seinen Webseiten, Apple macht gute Icons, alle Hersteller machen eigentlich heute gute Icons, auch die Icons von GNOME oder von KDE sind ganz gut gestaltet. Aber dann, wenn kleinere Entwickler daran gehen, Icons zu wählen oder zu gestalten für ihre Programme, dann ist es oft vorbei. Und das sieht man oft, wenn ihr nach der Vorlesung könnt ihr ja mal gucken, guckt mal bei chip.de oder so die Top 10 der Systemtools durch, guckt euch die Programme mal an
und guckt euch mal an, wie die Icons aussehen und dann seht ihr, was ich meine. Ja, was hat es jetzt auf mit diesen Icons? Was machen wir damit? Erst überhaupt mal, wollen wir mal gucken, was ist überhaupt so ein Icon oder ein Piktogramm? Eigentlich ist der richtige Begriff Piktogramm. Nur der Begriff Icon ist so verbreitet, dass ich jetzt nicht irgendwie euch dazu zwingen will, das Wort zu verlernen und stattdessen das Wort Piktogramm zu benutzen. Nur eigentlich ist das Wort Icon insofern etwas ärgerlich, als dass es eigentlich nur ein bestimmter kleiner Teil von Piktogrammen ist, den man eigentlich wirklich richtig Icon nennen dürfte. Also es ist ein Bildsymbol, also mit Bildern geschrieben hat man da, sagt man, wenn man ein Piktogramm hat, was für etwas steht. Gut, das ist jetzt erstmal nicht so wahnsinnig interessant. Man kann das Icon oder das Piktogramm noch unterscheiden von vielen anderen solchen ähnlichen Gebilden wie Ideogramme, Logogramme oder Signets, wo das Icon oder das Bild nicht direkt für etwas steht. Das kennt ihr alle, also Signets, Firmenlogos. Firmenlogos stehen in der Regel nicht direkt für etwas. Also das Bild steht nicht für direkt einen Vorgang oder es können einfach irgendwelche grafischen Sachen sein. Auch die werden aber üblicherweise so unter dem Begriff Icons heute subsumiert, sodass wir uns mit denen allen ein bisschen beschäftigen müssen. Es gleichzeitig aber nicht wollen, weil zum Beispiel kann ich euch jetzt nicht Tipps dazu geben, wie man Firmenlogos vernünftig gestaltet. Ne? Das würde diese Vorlesung sprengen und hätte auch mit Ergonomie direkt eigentlich nichts zu tun. Wir kümmern uns gleich um einen relativ kleinen, eingeschränkten Bereich der Icons. Das kommt gleich auf einer weiteren Folie. Generell kann man bei diesen Zeichen, was ja Icons sind ja Zeichen, zwischen zwei verschiedenen unterscheiden, zwischen zwei großen Klassen. Und das eine sind die arbiträren, das andere sind die ikonischen Zeichen. Und jetzt seht ihr schon, dass das Wort Icon dann doof ist, weil dann muss man auf einmal ikonische Icons sagen. Und das klingt so ein bisschen eigenartig. Ne? Bleiben wir mal beim allgemeineren Begriff Zeichen an dieser Stelle. Arbiträr und ikonisch. Arbiträre Zeichen sind völlig willkürlich gewählte Zeichen. Das heißt, das Zeichen selber steht für nichts. Ich kann nicht dem Zeichen etwas ansehen, wofür es stehen könnte. Solche Zeichen haben wir sehr viele. Alle unsere Alphabetzeichen sind solche, die Zahlzeichen sind solche. Das sind alles Zeichen, denen ich nicht ansehe, wofür sie stehen. Also ein M, wenn ich ein M irgendwo hinmale, das M nicht oder irgendwie so. Also das steht nicht für irgendwie etwas Besonderes außer sich selber. Verkehrszeichen sind auch solche Zeichen. Dieses Dreieck mit dem Ausrufezeichen kann ich nur, ich muss wissen, wofür es steht, ich kann aber muss dieses Zeichen gelernt haben und nichts an diesem Zeichen gibt mir eigentlich einen Hinweis darauf, wofür es steht. Weder das Ausrufezeichen noch das Dreieck. Das gleiche gilt für dieses Durchfahrtverbotenzeichen. Das andere sind ikonische Zeichen. Und ikonische Zeichen bedeutet, dass das Zeichen die Ähnlichkeit hat zu dem, wofür es steht. Zum Beispiel links dieser LKW, ein bildliches, ikonisches Zeichen. Das kann man erkennen und kann dann sagen, oh, das Zeichen, das wird wohl für LKW stehen. Das heißt jetzt noch nicht unbedingt, dass wir, wenn wir das Zeichen sehen, wissen, was es in dem Kontext bedeuten soll, wo es steht. Das sehen wir gleich. Aber LKW, diese Assoziation, die kriegen wir schnell hin. Akustisch gibt es sowas auch. Kuckuck steht für Kuckuck. Ne? Also der Ruf für den Vogel, das Wort für den Ruf und der Ruf für den Vogel. Das ist da relativ einfach. Um akustische Zeichen kümmern wir uns an dieser Stelle aber nicht weiter. Oft sind diese Zeichen kombiniert in ganz vielen Situation. Zum Beispiel bei diesem Verkehrszeichen hier rechts. Da ist eine Kombination. Das Dreieck ist ein arbiträres Zeichen und der Zug ist ein ikonisches Zeichen. So, jetzt könnte man bei den ikonischen Zeichen auf den Gedanken kommen, dass die Bedeutung im Bild steckt. Und das ist nicht so. Und das will ich euch an einigen Verkehrszeichen mal zeigen. Wir nehmen wieder diesen LKW. Nach § 39 Straßenverkehrsordnung bedeutet dieser LKW, dieses Bild, Kraftfahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 Tonnen, einschließlich ihrer Anhänger und Zugmaschinen, ausgenommen Personenkraftwagen und Kraftomnibusse. Das steckt nicht in diesem Bild. Das geht so nicht. Ne? Das kann ich auch nicht in einem Bild ausdrücken. Habe ich wirklich ein großes Problem, das in einem Bild auszudrücken, zu versuchen.
Schön wird das klar, dass das die Bedeutung nicht im Bild als solche steckt, wenn wir uns mal ein paar ausländische Verkehrszeichen angucken. Das ist immer ein schönes Spiel. Diese drei Verkehrszeichen hier, habe ich gesucht, sind aus drei verschiedenen Ländern. Jetzt können wir uns mal überlegen, wofür stehen die wohl? Und ich löse es mal auf. Das linke, ein Kollege hat gestern gesagt, das Auto ist gegen einen Bücherstapel gefahren. Ich hatte gedacht, Waschanlage, ehrlich gesagt, also dass man da so die Bürsten sieht. Nebel, ein tschechisches Verkehrszeichen. Das Zeichen in der Mitte ist ein britisches Verkehrszeichen und bedeutet, dass man keine Sprengstoffe transportieren darf. Natürlich auch ein eigenartiges Verkehrszeichen, gebe ich schon zu. Aber trotz alledem würde man aus dem Zeichen eher selbst annehmen, dass das Auto an sich explodiert. Und das rechte Verkehrszeichen, das geht vielleicht sogar noch am ehesten. Das steht schlicht für Kontrolle. Das ist ein mexikanisches Verkehrszeichen. Das ist diese Mütze, die so ein Kontrolleur aufhat, den man da sieht. Aber ihr seht, das Zeichen an sich, aus dem Zeichen an sich konnte man nicht wirklich daraus schließen, wofür es steht. Noch ein letztes Beispiel, dieses hier. Ein finnisches Zeichen. Was kann es bedeuten? 8 bis 17 und 8 bis 15, da können wir annehmen, das könnten ja Uhrzeiten sein. Und was ist an diesen Uhrzeiten? Was ist das auf der linken Seite? Kann das jemand erkennen? Zapfsäule habe ich hier gehört? Eine Parkuhr, genau. Das sind Parkzeichen. Also gebührenpflichtiges Parken in diesen Zeiten. Aber man muss das Zeichen überhaupt erstmal erkennen und dann geht es vielleicht dabei sogar relativ einfach. Aber generell ist es schwierig, aus dem Zeichen zu erkennen, wofür es stehen kann. Gucken wir uns das am Computer an, da haben wir das ähnliche Phänomen. Gucken wir uns links mal diese Beispiele an. Ich habe ein paar Icons genommen, die Brille für Leseliste im Safari, also im Browser, gut. Lupe, zwei verschiedene Programme, zwei verschiedene Bedeutungen. Einmal heißt es vergrößern und einmal heißt es suchen. Beide Interpretationen sind uns bekannt. Pinsel, einmal malen und einmal Format übertragen bei Word. Zwei verschiedene Funktionen, fast das gleiche Icon. Dann so ein ganz komisches Icon, an dem man irgendwie gar nichts erkennen kann. Ist auch irgendwie schwer zu sagen, wofür es stehen sollte. Heißt hier halt neue Datei. Und dann so ein Formular-Icon da links. Das heißt dann bei PowerPoint aber Folienmaster bearbeiten. Wenn man diese Icons aber mal gelernt hat und kennt, dann helfen sie, dann sind sie relativ schnell zu erfinden und auch zu benutzen. Selbst der Kontext hilft nicht immer zu erkennen, wofür ein Icon steht. Rechts seht ihr so ein Icon, da ist ein Schlüssel drauf. Und ihr werdet mir sicher zustimmen, alleine durch den Schlüssel kann man sicherlich nicht herausfinden, wofür das steht. Jetzt mache ich mal das Fenster drumherum, in dem das auftrat. Das ist der Dialog zum Erstellen eines Passworts bei Mac. Und wofür steht jetzt der Schlüssel? Zeichen anzeigen, ja. Das hast du wahrscheinlich eher aus der Position geschlossen, ne? Dass üblicherweise hinter so einem Passwortfeld dann so ein Zeichenanzeigefeld ist. Nein, steht es nicht, sondern es steht dafür, ein Passwort zufällig zu generieren. Ja, aber der Schlüssel an sich sagt das nicht aus. Es ist allerdings auch schwierig, ein Zeichen, ein bildliches Zeichen für Zufall zu finden. Ja, überlegt mal, vielleicht ein Würfel. Aber er ist schon weit hergeholt. Das ist nämlich genau das Problem, was ich habe mit den Zeichen. Wenn ich solche Bilder mir angucke, also solche Icons, dann kann ich zwar ein Objekt darauf erkennen, aber ich kann aus dem Objekt, was ich erkenne, nicht direkt darauf schließen, wofür es steht. Ich kann das Objekt so wählen, dass es einen guten Hinweis darauf gibt, wofür es steht, wenn ich schon weiß, wofür es steht, also zum Wiedererkennen. Also, dass ich auf so ein Icon drauf gucke und sehe dann, ah ja, ich suche die Speichernfunktion, ach, da ist die Diskette. Die Diskette erinnert mich doch an Speichern, das war doch das Speichern. Aber rein aus der Diskette kann ich nicht auf Speichern schließen. Immer wenn das funktioniert, dass man ein Icon sofort erkennt, wofür es steht, ist es ein Icon, was sehr standardisiert ist, wo es eine Konvention gibt. Das funktioniert dann, aber es funktioniert nicht allgemein. Das Interessante daran ist auch vor allen Dingen, dass es da natürlich Icons gibt, die für ein Objekt stehen, weil wo das Objekt mit dem, wofür es steht, überhaupt nichts zu tun hat. Zum Beispiel das zweite da oben, dieser Pylon, steht, kennt ihr sicher alle, für den VLC-Player, für diesen Medienplayer. Aber irgendwie erschließen kann man das eigentlich nicht, dass da ein Pylon für einen Medienplayer steht.
Und andere Sachen sind auch noch ganz interessant, nämlich zum Beispiel, dass auch falsche Metaphern helfen. Also ein Icon, was uns an etwas erinnert, was aber eigentlich gar nicht zu dem passt. Die Lupe ist eigentlich das Beste. Die Lupe fürs Suchen ist ein sehr eigenartig gewähltes Bild. Wenn ihr euer Portemonnaie sucht, nehmt ihr dann eine Lupe? Eine Lupe ist zum Suchen eigentlich immer das falsche Bild. Man sucht nicht mit einer Lupe. Mit einer Lupe kann man etwas genauer angucken, aber nicht suchen. Für Suchen müsste man eigentlich ein anderes Bild wählen, Suchscheinwerfer oder irgendwie sowas. Gibt auch manchmal die Sache mit einem Hund zum Suchen, dass man den suchen schickt oder sowas. Aber deswegen sollte man das jetzt nicht mehr ändern, weil es ist natürlich total eingebürgert. Aber man sieht, selbst dieses falsche Bild hilft. Genauso wie dieses Bild hier unten beim Atari ST, dieser Papierkorb, durchaus für Löschen gestanden hat, obwohl es eigentlich kein Papierkorb war. Man konnte ihn nämlich nicht aufmachen. Dieser Papierkorb war ein Reißwolf. Wenn man da was reingetan hat, dann wurde das gelöscht und man kam nicht da wieder dran. Wichtig, der Spruch, der hier unten steht. Icons entlasten beim Wiedererkennen. Ich weiß schon, wofür es steht. Ich habe das schon mal gelernt. Und wenn ich dann das Icon wieder sehe, dann erinnere ich mich an die Funktion, wofür es stand. Sie helfen nicht beim erstmaligen Erkennen, bei der Bedeutungserschließung. Das funktioniert nicht. Das liegt nämlich daran, dass Icons und Texte sehr unterschiedliche Eigenschaften haben. Also wenn man Text und Bild vergleicht, dann stellt man fest, das eine kann das eine gut, das andere kann das andere gut. Und wenn wir mal gucken, also ein Text zum Beispiel, wir nehmen mal wieder dieses Bild von der Diskette da oben. Ich habe diese Diskette und zeige sie an. Wofür kann das stehen? Für Speichern? Ja. Aber es könnte ja zum Beispiel auch für sowas stehen wie Datenträger-Image herunterladen. Wenn ich so Disketten-Images runterlade. Das kann ich im Text eindeutig ausdrücken, im Bild nicht. Das Bild ist immer mehrdeutig, da kann ich nichts machen. Im Text kann ich kausal Zusammenhänge darstellen. Erst das, dann das. Oder weil das, dann das. Das ist in einem Bild eigentlich gar nicht möglich. In einer rein ikonischen Darstellung geht es überhaupt nicht. Wenn ich irgendwelche Zwischenzeichen da male, Pfeile oder sowas, oder Abfolgen von Bildern, dann kann ich so etwas andeuten. Aber ein einzelnes Bild alleine kann es überhaupt nicht. Ich kann in einem Text eine Negation oder Nicht-Existentes ausdrücken. Das geht in einem Bild nicht. Wie soll ich in einem Bild ausdrücken, dass etwas nicht da ist? Das geht nur in einem so konventionalisierten Zusammenhang, wo jeder weiß, dass bei einem Bild etwas sein müsste. Also ein Klo ohne Deckel oder irgendwie sowas. Aber steht das dann für Nicht-Klo-Deckel? Ist auch schwierig. Ne? Aber hinschreiben kann man sowas. Ein Zeichen, ein Bild ist assoziativ, und zwar direkt. Das heißt, ich gucke auf die Diskette und sage, das stand doch für Speichern. Das ist bei Text nicht so. Der Text muss erstmal mühsamer gelesen werden und dann muss man einen zusätzlichen Gedankenschritt einlegen. Und der Vorteil an Bildern ist, ich sehe die Bilder relativ gut alle gleichzeitig. Ihr wisst zwar, wir müssen sie abwandern, wir müssen so ein User-Interface abwandern, aber das geht relativ zügig und ich habe einen guten Überblick. Bei Text geht das so nicht. Text muss ich erst wirklich lesen und komplett mir dann erschließen. Deswegen sollte man Text und Bild sowieso immer gleichzeitig verwenden. Also ein Entweder-Oder machen wir an dieser Stelle nicht. Gut, wie gestalten wir diese Icons jetzt? Wenn ihr euch diese beiden Beispiele anguckt, dann seht ihr, dass das notwendig ist, Icons zu gestalten, weil bestimmte Probleme auftreten können, wenn ich Icons nehme und habe auf die Gestaltung nicht so besonders geachtet oder habe vielleicht andere Kriterien eingesetzt. Hier unten zum Beispiel besteht das Problem, dass einige Icons so dominant sind, dass sie den Blick so stark auf sich ziehen und dadurch dann auch sogar im Prinzip den Gestaltgesetzen entsprechend Strukturen hier entstehen, dass man hier auf einmal so Spalten roter X'e sieht, die eigentlich gar nicht sinnvoll sind an dieser Stelle und ablenken vom eigentlichen Inhalt. Die Icons wurden, meine ich, in dieser Oberfläche auch mittlerweile ausgetauscht. Das Bild oben ist WinRAR. WinRAR haben bestimmt auch schon von euch viele benutzt. Die Icons sind völlig überkandidelt. Viel zu bunt, viel zu detailreich. Und
Dann hat mir jetzt, letztes Jahr kam ein Mitarbeiter von uns, studentische Hilfskraft, ein und hast du dir die Icons mal angeguckt? Und ich sage, na klar, die sind viel zu bunt und viel zu detailliert. Nein, nein, guck dir mal das Assistent-Icon an. Dann habe ich auch gesehen, ach guck mal, das ist ja ein Inder mit einem Turban auf, der ein Tablett hält. Und auf dem drauf so diese gepackten Bücher. Das heißt, diese Icons sind auch noch aus ganz anderen Gründen völlig unmöglich. Aber auch von der grundsätzlichen Gestaltung der Icons sind die nicht gut, sind nicht dem, was ich als nächstes euch vermitteln möchte. Auch das Schützen-Icon zum Beispiel da hinten, das ist so ein Panzer, ne? Also der, von Teil so einer Rüstung. Das muss man erstmal überhaupt erkennen. Und wenn man es erkannt hat, dann ist das so fein ziseliert, ist ja fast ein Foto, das Icon. Welche Anforderungen gibt es denn jetzt an Icon-Gestaltung? Was kann ich denn jetzt aus dem, was wir so gehört haben, über Wahrnehmung daraus schließen, wie man so ein Icon gut gestalten müsste? So, da kann ich doch zum Beispiel mal sagen, Icons sollten einfach gestaltet sein. Zum einen liegt das daran, wenn das Bild jetzt sehr groß wäre, man muss das Icon dann komplett erwandern, das dauert lange. Aber selbst wenn das Icon klein ist und ich es mit einem Blick aufnehmen kann, muss ich all das, was da ist, wahrnehmen. Da komme ich nicht umhin. Was da ist, muss wahrgenommen werden. Wenn das Icon einfacher ist, ist weniger da. Muss man also weniger wahrnehmen. Soweit so logisch, also eigentlich ganz einfach. Also würde ich doch sagen, dieses ist ein sinnvoller Hinweis. Icons sollten einfach gestaltet sein, denn es ist schneller, sie zu erfassen. Gut, nehmen wir mal so hin. Was gibt es noch für Kriterien, die wir auch alle schließen können aus dem, was wir in der Wahrnehmungsvorlesung gehört haben? Die Icons sollten gleichförmig gestaltet sein. Das heißt, wenn ich ein Icon habe, was irgendwie völlig rausfällt, erinnert euch an das Beispiel mit den Punkten, mit dem blauen Punkt, dann zieht das die Aufmerksamkeit auf sich. Und das will ich in der Regel ja nicht. Ich möchte ja nicht, dass die Leute einfach auf ein Icon gucken, sondern ich habe ja ein ganzes Ensemble von Icons, unter denen die Leute auswählen sollen. Andersrum kann es natürlich möglich sein, dass ich das mal will. Dass ich sage, was weiß ich, hier die Festplatte D, die ist bald voll, dann markiere ich sie mal rot oder so. Das ist ja eine Möglichkeit. Auch das kann ich natürlich nur machen, wenn das Ensemble von Icons nicht an sich schon völlig bunt ist. Das heißt, ich habe eine Anforderung an die Icon-Gestaltung, die ablenkungsfrei zu gestalten, also möglichst neutral zu gestalten. Dann muss ich diesen Zusatzaufwand nicht machen, mich davon zu trennen und um die Icons anzugucken, um die anderen anzugucken. Jetzt haben wir schon mal zwei Anforderungen. Gut, gibt noch mehr. Ich kann eine Anforderung machen dieser Art. Icons sollten möglichst bildhaft sein, um die Wiedererkennbarkeit zu fördern. Das habe ich eben schon mal erläutert. Ich sehe so ein Bild und wenn ich das Bild sehe, dann ist das ein Hinweisreiz für mich, mich daran zu erinnern, wofür das gestanden haben kann. Wenn ich das nicht habe, wenn ich zum Beispiel Text nur habe oder ich muss mich sogar ganz frei erinnern an etwas, muss einen Befehl eingeben, dann muss ich mir diese Hinweisreize quasi erst selbst erzeugen. Das heißt, diesen Schritt kann ich mir sparen, indem ich ein Icon verwende, und zwar ein bildhaftes Icon, wie diese drei hier. Also an allen dreien kann man relativ gut ein Objekt erkennen und dieses Objekt hat auch immer mit dem zu tun, wofür das Ganze steht. Das sind zweimal Apple-Icons und ein Microsoft-Icon, also es war oben die Briefmarke, Mailprogramm, rechts der Notizblock, Notepad, der Editor von Windows, unten, das ist das alte Icon von iPhoto, Fotoverwaltung, eine Kamera und ein Bild. All diese Icons sind bildhaft und sind alle dazu geeignet, mir auch einen Hinweis dazu zu geben, wofür das gestanden haben kann. Gut, also möglichst bildhafte Icons verwenden. Dritte Anforderung. Jetzt habe ich den Begriff bildhaft eingeführt und Hinweischarakter gesagt. Und vorher hatten wir schon von arbiträren Icon gesprochen, die genau andere sind. Jetzt müssen wir ein bisschen die Begriffe mal einmal klären, weil sonst kommt man hier durcheinander. Und man kommt deswegen durcheinander, weil dieser Begriff arbiträr, also von solchen Zeichen, die völlig willkürlich sind, im Prinzip in Konflikt zu zwei Begriffen stehen, die wir beide hier verwenden. Nämlich, und das eine ist die Bildhaftigkeit, das heißt, diese Objekte, die hier auf der rechten Seite stehen, die sind bildhaft, die zeigen ein Objekt, was man erkennen kann. Also den Pylon, das andere ist eine Erdbeere von oben. Oben die drei auch kann man erkennen, sind alles bildhafte Darstellungen. Ein Telefon, ein Ordner, wenn es auch so ein amerikanischer Ordner ist, und eine Diskette.
Aber nur die oberen haben auch einen Hinweischarakter. Nämlich nur die weisen durch das, wofür sie da stehen, also was das Bild darstellt, auf das hin, wofür das steht, also was die Bedeutung des Ganzen ist. Das funktioniert nicht bei der Erdbeere und bei dem Pylon. Da kann man nicht drauf kommen, dass das eine ein Editor ist und das andere ein Medienplayer. Zumindest nicht von dem Bild. Hingegen bei den oberen funktioniert das. Da kann dieser Schritt, dieser Zusatzschritt, oh, ich erkenne, das ist eine Diskette, das stand doch für Speichern, funktionieren. Telefon für Anrufen, Ordner für etwas einsortieren oder öffnen, alle möglichen Sachen sind gegeben. Dieses Verhältnis kann sich ändern. Zum Beispiel dadurch, dass Disketten unüblicher werden. Ich weiß nicht, wer von euch hat mit Disketten mal gearbeitet? Boah, so die Hälfte so vielleicht noch. Das heißt, warten wir jetzt mal noch 5 Jahre, dann wissen wahrscheinlich viele Leute nicht mehr, was das ist. Aber wahrscheinlich ist dieses Icon immer noch irgendwo verbreitet. Das heißt, dieses Icon, dieses Zeichen, das wandert allmählich so hier runter. Der Hinweischarakter, der eigentliche Hinweischarakter geht verloren. Sowas gibt es oft, dass Zeichen irgendwann noch benutzt werden, obwohl das, wofür sie eigentlich stehen, gar nicht mehr existiert. Und dann sind sie nur noch aus Konventionen gut zu verwenden. So, was ich immer meine, wenn ich ikonisch sage, also für etwas stehend, iconhaft, dann meine ich quasi das, was auf diesem Pfeil da liegt. Und es geht uns nie um solche Icons. Also solche Icons, die zwar die bildhaft sind, aber keinen Hinweischarakter haben. Die sind für uns irgendwie wenig zu gebrauchen, weil die eigentlich immer so mit Marken-Icons und sowas zu tun haben. Die betrachten wir also nicht, sondern wir gehen quasi auf der Diagonalen dadurch. Gut. Eine Anforderung habe ich noch, nämlich dass Icons möglichst unterscheidbar sein sollen. Da gibt es ein großes Problem, wenn Icons das nicht sind. Also sie sollen unterscheidbar sein, um den Erschließungsaufwand und Fehler zu vermeiden. Wenn ihr euch dieses Beispiel hier unten rechts mal anguckt, da gibt es 2 Icons, eins heißt Stopp und eins heißt Alle stoppen. Und die Icons sind sich unwahrscheinlich ähnlich. Die unterscheiden sich daran, dass da irgendwo unten so kleine Schilder drauf sind. Sind das Schilder? Nee, Ordner sind das, kleine Ordnersymbole. Und davon gibt es auf dem linken eines und auf dem rechten 3. Aber das ist ganz klein und ganz kleines Detail. Auch sonst gibt es das oft, wie zum Beispiel hier diese Datenbank-Icons. Die sehen alle gleich aus, so auf den ersten Blick. Man muss ganz genau hingucken, um diesen kleinen Unterschied daran zu erkennen. Die Programmierumgebung Eclipse ist auch immer ein sehr gutes Beispiel für solche Icons. Also wo viele fast gleich aussehende Icons dann doch unterschiedliche Dinge bedeuten. Das ist natürlich nicht besonders gut. Icons müssen hinreichend unterscheidbar sein, sonst habe ich ein Problem damit. So, jetzt habe ich 4 Anforderungen gestellt und habe sowieso ein Problem. Welches nämlich? Ich sage, die Icons sollen einfach sein, sollen gleichförmig sein, sollen bildhaft sein und unterscheidbar sein. Wie kriege ich das denn gemeinsam hin? Das ist aber schwierig, weil wenn ich ein bildhaftes Icon habe, dann ist es in der Regel nicht einfach. Das schließt sich irgendwo aus, weil ich muss ja viele Details zeigen, sonst kann es ja nicht bildhaft sein. Icons müssen unterscheidbar sein, aber wenn sie unterscheidbar sind, dann können sie nicht richtig gleichförmig sein. Alle Icons gleich wären natürlich die gleichförmigsten Icons, die es gibt. Ne? Ich nehme einfach eine Oberfläche und nehme alles überall gleiche Icons, aber dann kann ich es auch eigentlich bleiben lassen. Ne? Alle und ganz extrem unterscheidbar kann die Lösung auch nicht sein. Was haben wir hier? Wir haben Designkonflikte, und zwar 2 Stück. Und nehmen wir mal den ersten, Einfachheit versus Wiedererkennbarkeit, das ist der erste. Also einfach sollen sie sein. Und wiedererkennbar sollen sie sein. Wiedererkennbar heißt, sie sollen bildhaft sein. Beides ist gefordert, habe ich euch erläutert. Einfachheit ist gefordert zum schnellen Wahrnehmen. Wiedererkennbarkeit ist gefordert, damit man diesen Wiedererkennungsschritt haben kann, dieses Überspringen des Hinweisreize kontrollieren haben kann. Sie müssen also beide gleichermaßen detailreich als auch nicht detailreich sein. Das ist ein Designkonflikt und den kann man auflösen, über eine gewisse Art von Icons, die wir gleich besprechen. Vorher möchte ich aber noch einmal kurz auf diese Art Designkonflikte aufzuschreiben eingehen, denn Designkonflikte werden uns öfter
begegnen und die werden auch sehr gerne in Übungsaufgaben und Klausuren abgefragt. Das heißt, man muss die seinen Konflikte auch hinschreiben können. Und deswegen habe ich mal diese Folie zwischengefügt. Wie macht man das? Ein Designkonflikt heißt in der Regel, es gibt zwei Anforderungen, die gleichermaßen erfüllt sind. Diese Eigenschaft, diese Anforderung muss man hinschreiben. Das ist erfordert, das ist gefordert. Könnt ihr euch oben einmal konkret angucken, unten ist das Ganze nochmal für die, die es ein bisschen formaler mögen, als formales Beispiel aufgeschrieben. Also, das eine ist gegeben, Einfachheit ist gefordert aus einem bestimmten Grund, Wiedererkennbarkeit ist gefordert aus einem bestimmten Grund. Das bedeutet, dass ein bestimmter Konflikt erzeugt werden muss. Das ist der nächste Schritt, der da steht. Also Sie müssen gleichzeitig detailreich und nicht detailreich sein. Das heißt, ist dieser vorletzte, Folge A und Folge B stehen in Widerspruch zueinander. Der Konflikt muss klar werden beim Designkonflikt. Wenn man einen Designkonflikt beschreibt und schreibt gar keinen Konflikt auf, dann hat man irgendwie keinen Designkonflikt beschrieben. Der Konflikt muss da sein. So, und dann kann man sagen, als letztes, das heißt, diese beiden Anforderungen stehen über einen bestimmten Aspekt in Konflikt zueinander. Das können wir noch ein paar Mal üben, während der ganzen Vorlesung und auch in den Übungen, wie man sowas aufschreibt und wie man sowas dann auflöst als nächstes. So, den einen Designkonflikt haben wir besprochen. Das war Wiedererkennbarkeit versus Einfachheit. Es gibt aber noch einen zweiten Designkonflikt, nämlich den der Unterscheidbarkeit und der Gleichförmigkeit. Und da geht das auf genau die gleiche Art und Weise. Das kann man auf genau die gleiche Art und Weise aufschreiben und sagen, warum das eigentlich ein Konflikt ist. Was wir jetzt als nächstes machen wollen, ist einen Lösungsvorschlag machen. Dafür gibt es einen guten Lösungsvorschlag, wie man beide Designkonflikte gleichzeitig auflösen kann. Nämlich eine durch abstrakte Icons, also man abstrahiert von der fotorealistischen Darstellung ein bisschen und man fokussiert sich auf die globalen Eigenschaften. Globale Eigenschaften bedeutet, die Icons unterscheiden sich in den großen Eigenschaften. Also sie sind unterschiedlich in Form, Lage, Farbe und sowas. Globale Eigenschaften hat nichts, aber auch überhaupt nichts mit der Welt zu tun. Also nichts damit zu tun, dass es auf anderen Teilen der Welt auch verstanden würde oder sowas. Darum geht es hier nicht. Über solche Sachen sprechen wir später. Da sprechen wir hinterher drüber, wenn wir über Konventionen sprechen und so, wie sich das weltweit unterscheidet, wann man bestimmte Zeichen in anderen Kulturkreisen benutzen sollte oder nicht benutzen sollte. Hier geht es um abstrakte Icons und die großen Eigenschaften dieser Objekte. Das will ich euch aber mal erläutern, wie das kommt. Das liegt nämlich an bestimmten oder beziehungsweise diese Begrifflichkeiten, die kommen von Untersuchungen, die alle in den 80er Jahren gemacht wurden. Und zwar alle im Prinzip von Herrn Wandmacher und seinen Kollegen, mit denen er dann für die verschiedenen Experimente durchgeführt hat. Ihr seht hier 1987. Der wollte auch solche Fragen wissen. Also 1987, wenn er jetzt mal zurückdenkt, grafisches User Interface, noch was ziemlich Neues. Und man wusste noch nicht so richtig, was funktioniert da eigentlich und was funktioniert da eigentlich nicht. In der ersten Untersuchung hat man dann hier verglichen, was ist denn eigentlich besser? So ein Icon wie das da unten oder Text, oben drüber Textkommandos und wollte wissen, wie geht das schneller. Man hat den Leuten so eine Versuchsanordnung gegeben und die mussten zwei verschiedene Probleme lösen. Das eine war eine Such- und Auswahlaufgabe, das andere eine Wiedererkennungsaufgabe. Das genaue Design des Experiments braucht uns an dieser Stelle gar nicht besonders zu interessieren. Jedenfalls konnte man feststellen, dass es Unterschiede gibt. Die Hypothese war natürlich, die Icons sind besser. Waren sie auch, aber irgendwie nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Das Ergebnis, und jetzt ist vor allen Dingen das linke interessant, war etwas eigenartig. Also man sieht wohl, nach oben abgetragen ist die Zeit, also weiter oben ist schlechter. Die Wort-Icons oder die Wort-Kommandos, die sind alle langsamer als die entsprechenden Icons. Aber nicht gleichmäßig, ne? Gerade bei den Icons, wenn man da auf der linken Seite guckt, da gibt es aber eigenartige Schwankungen. Da sind offensichtlich einige Icons besonders gut und andere Icons viel schlechter. Und wenn man sich die jetzt mal nebeneinander anguckt nochmal, dann kann man auf eine bestimmte Hypothese kommen. Gut sind ja Löschen und Schreiben. Und wenn man sich hier bei den Icons mal Löschen und Schreiben anguckt, dann fällt auf, dass die besonders einfach gestaltet sind.
Hingegen ist ja zum Beispiel das Icon für Grafik, was besonders schlecht abgeschnitten hat, ein sehr fein detailliertes Icon. Das gibt Anlass, darüber nochmal nachzudenken, wie fein granular solche Icons eigentlich sein müssten, damit sie gut funktionieren. Man muss aber weitere Untersuchungen durchführen. Das wird auch gemacht. In einer anderen Untersuchung hat es gleich drei Sätze gegeben. Und zwar einmal Wortkommandos wieder. Da steht einfach drauf, was passiert. Das ist jetzt alles so aus dem Kontext Textverarbeitung. Wortkommandos. Dann abstrakte Icons, wie man das genannt hat, und figürliche Icons an dieser Stelle. Figürliche Icons, da seht ihr jedes Mal das Dokument drauf, das ist die Figur. Und in der Figur wird etwas eingezeichnet, was dann da passiert an dieser Stelle. Und links sind abstrakte Icons, das heißt, das sind auch die figürlichen Icons, aber abstrahiert. Das heißt, man hat erstmal von dem Dokument selber abstrahiert. Das hat man einfach mal weggelassen. Und dann hat man ja, das, was dann noch so dargestellt ist, in einer vereinfachten Form dargestellt. Das ist ja Abstrahieren in dieser Art. Und ist auf diese Icons da gekommen. Die entsprechen sich übrigens. Könnt ihr euch zu Hause in Ruhe mal angucken. Also Wort löschen zum Beispiel ist die zweite Reihe, erstes Icon. Das ist dieses X durch eines dieser Punkte dadurch auf der Linie. Was ist dabei rausgekommen? Dabei ist rausgekommen, dass die abstrakten Icons erheblich besser funktionieren und die Figur und die Word-Icons fast gleich gut. Das hat man noch mit mal versucht, verschiedenen Menügrößen geguckt, ob das große Unterschiede macht, macht es aber eigentlich nicht so richtig. Ne? Also die Unterschiede sind da relativ irrelevant. Was kann man daraus schließen? Zum Beispiel, dass dieses keine gute Idee ist. Also den ganzen Unterschied nur klein irgendwo darzustellen und dann dafür etwas Großes drumherum, was eine Figur darstellt, ist keine gute Idee. Das hatten wir vorher auch schon gesagt. Ne? Also das machen wir besser nicht. So, jetzt ist natürlich dieses das Ergebnis für alle diese Icons zusammen. Man kann sich das natürlich im Detail angucken und kann gucken, welche Icons haben besonders gut funktioniert. Und wenn man sich davon die abstrakten Icons anguckt, dann hatten sie da festgestellt, dass es dieses Icon war, was besonders gut funktioniert hat. Wort suchen. Ich weiß auch nicht, wie man genau darauf gekommen bin. Ich nehme an, der Kreis steht für eine Lupe oder für so ein Ankringeln. Eins von beiden könnte ich mir jetzt vorstellen, wenn man da so versucht, so eine Hypothese mal drüber aufzustellen. Jeweils ist das das Icon, was besonders gut funktioniert hat. Woran liegt das wohl? Kann man natürlich nicht ganz genau sagen, aber eine Hypothese, die der Herr Wandmacher gemacht hat, ist, es ist das unterschiedlichste von allen. Das ist nämlich das einzige Icon mit einem Kreis in der ganzen Icon-Satz, den es da gibt. Und das war die Hypothese, dass das wohl daran liegen kann, dass das besonders gut funktioniert hat. Gut, haben wir weitere Anhaltspunkte, aber so ganz der Weisheit letzter Schluss ist das immer noch nicht. Jetzt habe ich zwar einige der Aussagen, die ich vorher gemacht habe, die wir aus der Wahrnehmung geschlossen haben, bestätigt, aber so richtig kriegen wir das noch nicht in Zusammenhang. Glücklicherweise hat Herr Wandmacher aber weitergemacht und hat zum Beispiel auch noch diese Unterscheidung mal gemacht und da geht es jetzt um die typischen Desktop-Icons, also das, was ich üblicherweise auf so einer Desktop-Oberfläche habe. Wieder einmal textuell, figürlich, abstrakt. Das sind die mit diesen globalen Eigenschaften. Sage ich gleich nochmal was dazu, was da jetzt global dran ist. Und unten arbiträr, also rein willkürlich gewählte Icons. Da sieht er, da sind Icons, die haben überhaupt nichts zu tun mit dem, was da oben steht. Also dieses Icon Nummer 7 hier, dieses schräge, steht für Papierkorb. Löschen müsste man eigentlich hinschreiben. Papierkorb ist ein bisschen ungeschickt. Gut, was ist dabei rausgekommen? Bei Untersuchungsbeispielen, wo man jetzt geguckt hat, welche funktionieren hier gut, es ist dabei herausgekommen, die Abstrakten sind am besten, die Arbiträren ganz gut sogar, textuell ist dazwischen und die Figürlichen sind bei weitem die schlechtesten. Das ist erstaunlich, vor allen Dingen, dass die Figürlichen bei weitem die schlechtesten sind. Es sind nämlich genau die, die fast immer verwendet wurden, diese figürlichen Icons. Wahrscheinlich auch, weil man es kann. Ne? Also ich habe jetzt die Möglichkeit, Grafikprozessor war oder Grafikspeicher war teuer, na dann mache ich auch sowas, ne? Bauen wir auch sowas ein. Wie kommt es, dass die Abstrakten besonders gut sind? Die Abstrakten kombinieren beides. Die haben
eine Darstellung, die immer noch an das erinnert, wofür es steht. Gehen wir gerade eine Folie wieder zurück. Guckt euch mal die zwei an, also immer jeweils erste Reihe, zweites Icon. Das ist ein Brief, steht da. Und wenn ihr da in der Reihe abstrakt guckt, muss ich ganz ehrlich sagen, ich hätte dem Brief noch einen weiteren Strich gegönnt, oben. Aber trotz alledem ist das immer noch als Brief gut erkennbar. Das Icon ist also gut genug, als dass es einen wieder erinnert an das, wofür es stand. Es ist aber nicht so fein detailliert wie dieses figürliche Icon da oben. Und ich habe auch nicht den Nachteil, dass ich erst lesen muss und erst dann diesen Zwischenschritt machen muss. Und gut, bei arbiträr habe ich sowieso immer ein Problem, ne? Weil man diese arbiträren Zeichen gelernt haben muss. Gut. Gucken wir uns das mal im Zusammenhang an. Also Wiedererkennbarkeit versus Einfachheit hatte ich ja als Designkonflikt gehabt. Und jetzt überlegen wir mal, ob diese Icons diesen Designkonflikt auflösen. Also ich muss das Icon mit dem Auge abfahren. Das heißt, deswegen sollte es möglichst einfach sein, damit das möglichst wenig Aufwand ist. Und es soll wiedererkennbar sein, das heißt, es soll etwas zeigen, etwas darstellen, irgendwie figürlich, was mich an das erinnert, wofür es steht. Das tun diese Icons, die wir gerade gehabt haben. Man kann jetzt über das einzelne Icon jeweils streiten, aber so in der Gesamtheit funktioniert das ganz gut. Gut, ist das heute so? Werden Icons heute so gebaut? Da kann man sagen, ja, meistens schon. Dieser Trend, der durch das Flat-Design eingezogen hat und irgendwie auch mit über die Handyschiene, glaube ich, noch ein bisschen mitgekommen ist, zum Beispiel solche Icons zu machen, diese sind hier mal wieder von Windows 8, das geht sehr stark in diese Richtung. Also zum Beispiel das Einstellungs-Icon, da dieses Zahnrad, das ist als Zahnrad zu erkennen. Es hat aber nicht eine fotorealistische Darstellung eines Zahnrades. Das gleiche gilt zum Beispiel oben für die Lupe. Alle anderen Icons hier draus sind mehr oder weniger arbiträre Zeichen. Bei Geräte weiß ich ehrlich gesagt nicht, was soll das eigentlich darstellen? Ist das ein Stecker? Ich weiß es nicht genau, was das darstellen soll. Aber auf jeden Fall, und Schalter, ja, kann auch möglich sein. Naja, jedenfalls für diese beiden Icons oben und unten funktioniert die Argumentation ganz gut. Und wenn ihr euch euer Handy oder Tablet mal anguckt oder aber auch mittlerweile ein Windows anguckt, dann seht ihr viele solche Icons, die so gestaltet sind. Der andere Designkonflikt war Ablenkungsfreiheit versus Unterscheidbarkeit. Und da können wir jetzt auch mal nochmal wieder einmal uns überlegen, woran lag es, was war es denn, warum muss es ablenkungsfrei sein? Na, damit ein Icon nicht die Aufmerksamkeit so stark auf sich zieht. Und warum müssen sie unterscheidbar sein? Damit ich sie unterscheiden kann, ne? damit ich das Richtige finden kann, möglichst zügig. Gut. Sind die globalen Icons unterscheidbar? Ja, weil sie in ihrer globalen Eigenschaft sich unterscheiden. Das heißt, sie sehen im Grundsätzlichen anders aus, also nicht alle gleich. Man kann das auch mal jetzt einfach sagen, der Unterschied ist herausgestellt. Bei den Icons, wo wir überall dieses Dokument hatten und nur die Unterschiede sich im Kleinen-Kleinen fanden, die waren im Globalen gleich. Wenn ich die global zeichnen würde, würde ich immer nur das Dokument zeichnen. Die anderen unterschieden sich auch im Globalen. Also auch ihre Grundcharakteristik war unterschiedlich. Das heißt, sie sind unterscheidbarer. Sind sie ablenkungsfrei? Eigentlich schon, weil sie nämlich alle relativ einfach und einfach sind und relativ einfache Linienzeichnungen sind. Deswegen sind sie ziemlich ablenkungsfrei. Und das ist also auch der Tipp, den man dafür eigentlich sagen muss, wenn man einfache Linien zeichnet und davon absieht, Farbe zu benutzen oder starke Strukturierungen zu benutzen, dann ist man bei der Ablenkungsfreiheit meistens auf relativ guter Seite. Das Letzte, was noch übrig bliebe, wäre der Schwarzanteil. Wenn ich ein Icon habe, was nur ein einziger Strich ist zum Beispiel und ein anderes, was aus sehr vielen Strichen besteht, dann ist das eine dunkler als das andere. Im Schwarzanteil so allgemein. Das sollte man dann auch noch vermeiden. Dann kann noch so eine Ablenkung mal passieren. Aber grundsätzlich komme ich mit dieser Art von Icons relativ gut hin. Wie ist es denn übrigens bei den arbiträren Icons? Arbiträre Icons, Unterscheidbarkeit und Ablenkungsfreiheit. Das ist relativ leicht zu erreichen, weil arbiträr ist willkürlich. Das heißt, ich kann sie sowieso wählen, wie ich will. Das heißt, ich kann sie auch alle gleichermaßen
ablenkungsfrei und aller gleichermaßen unterscheidbar gestalten. Das ist leicht. Es ist übrigens nicht so, das ist auch ein beliebter Irrtum, dass dass arbiträre Icons per se einfach sind. Warum? Nur weil sie willkürlich sind, sind sie doch nicht einfach. Ich kann auch hier ganz willkürlich die komplette Tafel vollschmieren. Das ist dann eine sehr komplexe Struktur, die ich erzeugt habe. Die könnt ihr auch nicht leicht nachmalen. Aber sie ist willkürlich, sie ist arbiträr. Gut, das heißt, wir haben jetzt beide Designkonflikte durch diese globalen Icons gut aufgelöst. Das heißt, diese globalen Icons können wir eigentlich als Daumenregel so nehmen. So sollte man Icons gestalten. Und so werden Icons heute auch oft gestaltet. Oft aber auch nicht. Gucken wir uns mal hier diese Beispiele an. Schlechte Unterscheidbarkeit und optische Schreihälse ist das überschrieben. Hier in der Mitte sehen wir ein Bild, das ist die Systemsteuerung, hier auch wieder Windows 8. Ich habe viele Windows 8 Beispiele hier drin. Und da fällt ein Icon ganz besonders auf. Das seht ihr sicher alle. Das ist dieses Flash-Icon in der Mitte, das rote. Da haben wir natürlich so ein bisschen das Problem, dass wir hier in dem Bereich der Gestaltung sind, wo Firmen-Icons eine Rolle spielen. Da müsste es eigentlich dann an Microsoft sein, das zu verbieten, dass solche Icons so gestaltet werden, dass die da so reinknallen. Wenn ihr euch das auf der linken Seite anguckt, das ist Ubuntu, allerdings eine ziemlich alte Version. Ich glaube so von 2010, 2011. Da ist man irgendwie auf den wirren Gedanken gekommen, die Icons, die ja links in so einer Leiste sind, ähnlich wie das ja bei Windows heute auch so ist und bei Mac schon ziemlich lange so ist, mit einer Farbe zu hinterlegen, und zwar immer der Hauptfarbe dieses Icons. Das heißt, man hat einfach durchgemessen, quer rüber gemessen und hat gesagt, ah, die Hauptfarbe dieses Icons ist die und damit hinterlegen wir das. Das Resultat ist, dass irgendwie jedes Icon wie ausgewählt aussieht. Und das Icon, was tatsächlich ausgewählt ist, ist jetzt in diesem Falle zwar tatsächlich auch nur das auffälligste, nämlich dieses grüne, aber man sieht es eigentlich nur an diesen zwei Pfeilen, die da an der Seite stehen. Das heißt, man hat wirklich Potenzial verschenkt, dadurch, dass man so auffällige Icons gestaltet hat, beziehungsweise den Hintergrund der Icons so auffällig gemacht hat, dass man alle Möglichkeiten der Herausstellung, des Auszeichnens weggeschmissen hat an dieser Stelle. Interessanterweise ist der gleiche Fehler Microsoft passiert. Da sind wir wieder bei Windows 8. Also wer das mal noch irgendwo hat, kann ja mal gucken, vielleicht bei den Eltern oder so, irgendwo so ein alter Rechner, der noch Windows 8 hat, guckt mal drauf und macht mal den Internet Explorer auf. Und dann seht ihr, dass der Internet Explorer bei Windows 8 keine Tabs hat, also auf dieser Kacheloberfläche der. Ne? Der hat keine Tabs, sondern da kommt von unten sowas reingeflogen, wo so Kacheln wieder drauf sind für die einzelnen Favoriten und sowas. Und da ist auch nach diesem Fav-Icon, nach diesem Favoriten-Icon gegangen, wie die Kacheln sind. Das heißt, hat man da so dieses kleine Icon, was links in der Ecke sonst normalerweise ist, war das rot, wie bei der Sparkasse, dann ist das eine knallrote Kachel. Ja, da hat man also auch irgendwie Buntheit algorithmisch erzeugt und das auf eine ungeschickte Art und Weise, sodass diese Ablenkung entsteht, wie hier auf der linken Seite auch. So, gucken wir uns die anderen beiden Beispiele eben auch noch an. Oben, das ist aus einer Software, die hat es so gar nicht gegeben. Da sind die Leute von der Software sind zu uns gekommen und haben gesagt, könnt ihr uns mal Tipps geben für die Ergonomie von unserer Software. Und dann guckten wir da drauf und haben gesagt, oh, die Icons. Die Icons, da müssen wir was machen. Diese Icons sind viel zu detailliert, viel zu fein detailliert. Also, sie sind jetzt sind nicht die schlechtesten Icons, die man sich überhaupt vorstellen kann, aber zum Beispiel, wenn ihr euch das zweite anguckt, diese Bücher, die haben so richtige Zeichnungen für die einzelnen Seiten, einzelne Striche. Das ist alles überhaupt nicht notwendig. Da kann man viel einfachere Icons heute gestalten, die auch moderner aussehen. Das ist natürlich immer eine Frage des Geschmacks, aber auch die auch ergonomischer sind. Und das darunter ist eine Software, die heißt Schild NRW. Das ist eine Verwaltungssoftware für Schulen. Das Beispiel ist zwar alt, ihr seht, da steht drauf Schuljahr 2010, 2011. Die Software ist aber noch exakt genauso. Ich habe mir jetzt letzte Woche erst die aktuelle Bedienungsanleitung mal runtergeladen und habe genau das gleiche Bild immer noch gesehen. Es sieht immer noch genauso aus. Und wenn ihr euch da die Icons anguckt, dann seht ihr das typische Beispiel, was passiert, wenn Entwickler ihre Icons, also erstmal nicht wahnsinnig viel Acht geben auf die Icons, und dann sie nicht selbst gestalten, das tun ja die wenigsten Leute, sollte man auch gar nicht,
aber vor allen Dingen die Icons überall zusammenklauben, wo sie gerade noch ein Icon finden. Und dann sieht man, was dann passiert. Also vor allen Dingen, wenn ihr euch mal so den Teil ab dieser Stecknadel anguckt, nicht diese Play-Icons auf der linken Seite, sondern die anderen da, dann seht ihr Icons aus ganz verschiedenen Betriebssystemgenerationen im Prinzip. Also ihr seht diese Stecknadel, die ist sehr einfach gestaltet. Auch rechts, auf der rechten Seite dieser Drucker ganz rechts zum Beispiel, der sieht aus wie bei Windows 3.11, Mitte der 90er Jahre. Dann haben wir aber auch dieses Männchen und diese zwei Dokumente, die sehen aus wie bei Windows XP. Also da hat man also so einen Icon-Mischmasch und dadurch entsteht ganz schnell so ein gewisses unruhiges Bild. Dem kann man gar nicht entrinnen, dass das irgendwie unruhig wird. Bei den Icons auf der rechten Seite, also was so unterhalb von Druckausgabe und Datenaustausch steht, ist außerdem die Farbgebung extrem kritisch. Also da ist ja dieses eine Icon, wo ein grünes Männchen, ein rotes Männchen und ein blaues Männchen zu sehen sind, direkt unter Datenaustausch. Wenn man natürlich, also sagen wir mal, die Signalfarben gleich alle auf einmal verwendet, dann muss man sich nicht wundern, dass das ein Icon ist, was irgendwie zu aufmerksamkeitserhaschend ist. Also hier könnte man relativ einfach diese Software verbessern, indem man einfach mal einen neuen Iconsatz sucht und zueinander passende Icons sucht. Apropos neuen Iconsatz suchen. Zur Icongestaltung noch ein paar abschließende Hinweise. Ich habe schon gesagt, alles zusammen, wenn man müsste eigentlich immer den kompletten Bildschirm gestalten, alles was darauf zu sehen ist, müsste man so gestalten, dass das unseren Kriterien möglichst entspricht, sodass wir da eine möglichst optimale Oberfläche haben. Das geht halt oft nicht, weil uns irgendwelche Icons vorgegeben sind. Das Phänomen haben wir gleich noch später noch stärker, wenn wir über Farbgestaltung sprechen. Nächste Woche ist das soweit. Dann haben wir auch oft die Vorgaben von Farbgestaltung von irgendwelchen Firmen. Und da können wir dann auch relativ wenig machen. Da können wir also uns kaum gegen wehren. Wenn wir Icons selber unter Kontrolle haben, was natürlich oft dann der Fall ist, dann kann man eigentlich nur sagen, auch wenn wir das in der Übung machen, und das machen wir jetzt in den nächsten Übungen, die dann kommen, also für euch die übernächsten, gestaltet Icons nicht selbst. Sucht euch Iconsätze mit gut gestalteten Icons. Was man mal machen kann, ist, wenn es erlaubt ist, ein vorhandenes Icon anpassen. Also, dass man mit einem Grafikeditor hingeht und ein vorhandenes Icon seinen Bedürfnissen anpasst. Aber auch dann muss man ziemlich genau wissen, was man tut. Sonst sieht das ziemlich schnell sehr dilettantisch aus. Und wenn man unter lauter schönen Icon ein dilettantisches hat, dann könnt ihr euch vorstellen, welches Icon wohl auffällt. Ne? Also auch das ist dann so ein Problem, was passieren kann. Guckt euch vorhandene Iconsätze an. Es gibt sehr viele, sehr große Sammlungen von Iconsätzen. Wenn ihr Icons selbst gestalten müsst, weil ihr eine Software erstellt, für die es keine Icons gibt, das kann ja möglich sein, ihr habt irgendwo was ganz Neues und die typischen Iconsätze funktionieren nicht. Diese typischen Iconsätze haben natürlich immer so Icons für die typischen Funktionen, anmelden, abmelden, hochladen, runterladen und so. Wenn ihr aber ganz was anderes macht, dann müsst ihr was anderes haben. Beschäftigt einen Grafiker, der sich damit auskennt, der weiß, was er tut. Ansonsten passiert immer dieses Problem der nicht zueinander passenden Icons. Das sieht immer dilettantisch aus. Wenn ihr Icons findet und sucht und nehmt, bitte beachtet, Icons sind urheberrechtlich geschützt. Das sind künstlerische Werke. Es gibt aber, also erstmal kann man sie dann natürlich kaufen. Das ist ja immer das Erste. Und meistens sind sie gar nicht so teuer. Also es ist ja nichts Verwerfliches daran, dass man was kaufen muss. Ne? Also wenn man dann hinterher für seine Software gute Icons hat und sagt dann, ich musste jetzt 50 Euro bezahlen und verkaufe die Software aber hinterher für etliches, dann ist ja das auch egal. Es gibt aber auch sehr viele freie Quellen für Icons und die sind auch oft ziemlich gut. Zum Beispiel gibt es die ganzen Android-Icons frei verfügbar. Und wenn ihr euch da mal das anguckt, da ist eigentlich für vieles schon was dabei. Mitunter teilweise erstaunlich, dass da Icons drin sind für Motorcycle und solche Sachen. Wo man sich mal fragt, wer ist denn darauf gekommen. Aber gut, auch solche Icons sind tatsächlich dabei. Und wenn ihr dann einen Iconsatz habt, dann solltet ihr diesen Iconsatz mit Nutzern testen. Und zwar
auf Funktionalität und auf kulturelle Unterschiede hin. Wie gesagt, über kulturelle Unterschiede sprechen wir nochmal später, aber ihr könnt euch vorstellen, dass es bestimmte Bilder gibt, die in verschiedenen Kulturkreisen unterschiedlich aufgefasst werden. Zum Beispiel Sparen, Sparschwein als Sparen ist vielleicht nicht die idealste Idee in muslimischen Ländern. Ne? Nur mal so als ein Beispiel, das Icon da zu verwenden, es würde wahrscheinlich auch vor allen Dingen erstmal gar nicht verstanden. Damit fängt es ja an. Andererseits gibt es aber viele Icons, die eigentlich nicht verstanden werden dürften, es aber doch werden, weil sie sich mittlerweile so verbreitet haben. Und wenn ihr auf Funktionalität testet, dann macht das so, dass ihr den Leuten sagt, welche Funktionalität es gibt und den Icon-Satz bereitstellt und sagt, welches Icon ist das wohl. Gebt nicht einfach Bilder hin und sagt, wofür steht wohl dieses Icon. Dann kriegt ihr nämlich nur Quatsch. Das ist ja wieder das, was wir am Anfang hatten, dieses Problem. Wenn man das macht, dann kommen die absurdesten Dinge heraus. Wenn ihr dann gestaltet, denkt dran, was ich gesagt habe, Text und Bild zusammen zu verwenden. Denn Text und Bild haben jeweils ihre eigenen Vorteile. Das Rechte ist ein schönes Beispiel für eine Beschriftung übrigens. Das ist hier an der Uni, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, das ist so ein Kiosk-System gewesen, also ein Rechner, der eingebaut ist in so eine große Kiste, wo man irgendwie eine Website, glaube ich, drauf angucken kann oder eine DVD oder was da drauf zu sehen war. Und unter anderem gab es da dieses Ding, das ist ein Trackpad, also ein Mausersatz. Und da gibt es dann ja auch eine Taste dazu. Das Schöne ist, wie man die Taste beschriftet hat, nämlich so. Das heißt, um die Taste zu wissen, muss man wissen, was eine Maus ist. Gut, da ist wahrscheinlich, kann man dann davon ausgehen, dass die Leute wissen, was eine Maus ist. Wichtig ist aber, was sieht man daran? Eine Beschriftung ist schon notwendig und die Beschriftung hängt davon ab, welche Erfahrung der Nutzer auf der anderen Seite hat. Und wenn man keine Erfahrung hat, gerade mit Icons, das Icon noch nicht kennt, ist eigentlich der Text das Einzige, was einem hilft. Wie soll man sonst darauf kommen? Die einzig andere Möglichkeit wäre, es auszuprobieren. Aber die Leute dazu zu nötigen, es immer erst alles auszuprobieren, ist erzwungene Sequentialität. Und auch sehr ärgerlich. Was ist, wenn ich nicht genügend Platz habe für Text? Das kommt relativ oft vor. Also sei es, dass es so ist, dass ich eine Software habe, wo ich irgendwie einen Inhaltsbereich habe und ich möchte nicht den halben Bildschirm für Icon und Text verschwenden. Oder ich gestalte sogar für kleine Bildschirme, wie so ein Handy oder so. Was mache ich dann? Eine beliebte Möglichkeit und auch eine gute Möglichkeit ist, Tooltips zu verwenden. Tooltip bedeutet, ich zeige mit der Maus auf etwas drauf und dann erscheint dann der Text. Das heißt, ich erkaufe mir den Platz durch eine kleine Verzögerung und habe dann aber diesen Tooltip-Text. Das ist eine gute Idee, das hat aber Nachteile und daran kann man gut erläutern, warum, also einen Aspekt von Designkonflikten kann man gut daran erläutern. Tooltips. Was hat Tooltip mit dem Designkonflikt zu tun? Es ist der Designkonflikt Übersichtlichkeit versus Differenziertheit. Über den werden wir später noch sprechen. Wir haben über Übersichtlichkeit jetzt noch nicht gesprochen. Also, dass man möglichst alles im Überblick hat. Darum geht es bei Übersichtlichkeit. Er ist es aber. Aber dieser Designkonflikt kann gelöst werden mit einem Tooltip an dieser Stelle, aber nur unter bestimmten Bedingungen, nämlich nur unter der Bedingung des nicht vorhandenen Platzes. Wenn ich viel Platz habe, ist ein Tooltip keine gute Idee. Koala ist ein gutes Negativbeispiel dafür. Dieses habt ihr so ähnlich schon gesehen. Das Screenshot ist zwar vom letzten Jahr, aber der diesjährige sieht natürlich sehr ähnlich aus. Und was wir dann sehen, wenn wir als Mitarbeiter uns anmelden, sind noch eine ganze Reihe Icons, was man hier bearbeiten kann. Und die ganzen Icons sind hier hinten untergebracht. Das ist sowieso schon komisch, dass die so weit weg sind. Warum sie so klein sind, weiß ich auch nicht so ganz. Aber die haben alle Tooltips. Ich kann drauf zeigen und dann steht da, löschen, ausschneiden, kopieren etc. Ja, aber Platz ist doch wohl genug. Man könnte die einfach untereinander schreiben, den Text daneben schreiben und es bestünde überhaupt gar kein Problem. Das heißt, einen Tooltip hier zu verwenden, beziehungsweise den Text nicht hinzuschreiben vor allen Dingen, ist erzwungene Sequentialität. Es gibt auch wirklich gar keinen gescheiten Grund dafür. Tooltips sollte man dann nur verwenden, wenn man diesen Designkonflikt auch auflösen muss. Wenn man ihn gar nicht hat, dann nicht. Denn sie brauchen ja einen Zwischenschritt. Ich habe ja einen weiteren Schritt, den ich machen muss. Ich muss die Maus nehmen, muss den Zeiger da hinsetzen, muss warten, muss dann gucken. Das heißt, ich habe immer zusätzliche Schritte.
Das erscheint zeitverzögert, wie gesagt. Ich habe also zusätzlichen Zeitaufwand. Und ich muss auch wissen, dass es das gibt. Nur durch das Draufgucken auf das Icon kommt ja kein Tooltip. Ich muss ja mit dem Mauszeiger dahin gehen. Das ist besser oder anders, wenn der Text direkt daneben steht. Dann steht er ja immer da. Das heißt, wenn das möglich ist, sollte man das auch machen. Und last not least muss man sagen, Tooltips sind in erster Linie eine Mauszeigertechnologie. Unter iOS, also iPhone und iPads, gibt es gar keine Tooltips. Bei Android gibt es tatsächlich Tooltips. Das wusste ich gar nicht, habe ich auch erst lernen müssen. Wenn man länger drauf drückt auf einen Button, dann erscheint dann die Beschriftung dazu. Das war mir gar nicht bewusst. Aber dann hat man auch die gleichen Nachteile wie bei den Sachen vorher. Dass man es nämlich wissen muss, dass es zeitverzögert ist. Und dann kommt sogar noch dazu, dass man seinen Finger auch noch immer mitten irgendwie im Bild hat. Also wenn es nicht nötig ist, auch keine Tooltips verwenden. Das gilt für alle Designkonflikte. Nicht irgendwelche Konflikte auflösen, die es nicht gibt. Die Designkonflikte, die wir heute hatten, die zwei zur Icon-Gestaltung, die gibt es aber immer. Die sind unabhängig von irgendeinem Kontext. Beziehungsweise könnte man sagen, der Kontext ist das Wahrnehmungssystem des Menschen. Aber da wir ja immer für Menschen gestalten, gelten diese quasi immer. Und die kann man immer anwenden, also die liegen immer vor und man muss sie auch immer lösen. Viele andere Designkonflikte liegen nur unter bestimmten Bedingungen vor. Und häufig ist es Platz. Das ist eigentlich fast so der Hauptgrund, weswegen etwas in Konflikt gerät miteinander. Fassen wir noch mal einmal zusammen. Wir hatten die Designkonflikte und den Designkonflikten lagen ja Anforderungen zugrunde. Und diese Anforderungen sind diese hier, die haben wir heute besprochen. Wir haben die Anforderung der Erkennbarkeit. Die Erkennbarkeit heißt, ich muss überhaupt ein Bildschirmobjekt mal erkennen können am Bildschirm. Das heißt, ich muss es vom Hintergrund, Vordergrund und Hintergrund voneinander unterscheiden können. Das gilt für Icons, das gilt eigentlich für alles andere auch. Was ich nicht erkennen kann oder nur schwer erkennen kann, ist immer ein großer Nachteil für mich. Es gibt das Kriterium der Einfachheit. Die Dinge sollen so einfach gestaltet sein, dass der Wahrnehmungsprozess kurz ist. Ist es komplex gestaltet, dauert es länger und damit ist es Sequenzialität, zusätzliche. Die Dinge müssen unterscheidbar sein. Ich muss bei den Icons, auf die Icons jetzt besprochen, zwei Icons voneinander unterscheiden können, denn nur dann kann mir der Hinweisreiz, der da kommt, auch irgendwas helfen dafür, sonst würde ich die Sachen miteinander verwechseln. Sie müssen ablenkungsfrei sein, das heißt, es sollte nicht ein Element geben, was die Aufmerksamkeit auf sich zieht, weil wenn das passiert, muss ich sie explizit davon wegziehen, habe also einen Zusatzschritt zu machen und dadurch weiteren Aufwand. Und sie müssen wiedererkennbar sein, oder sollten wiedererkennbar sein, denn das verkürzt diesen Schritt, dass ich von dem Icon, wenn ich es sehe, darauf komme, wofür es steht. Das heißt, wenn ich es nicht wiedererkennbar gestalte, also in diesem Fall nicht bildhaft gestalte, nicht hinreichend bildhaft, dann dauert das länger und ist dann erzwungene Sequenzialität. Das sind die 1, 2, 3, 4, 5 Anforderungen, die wir heute gehabt haben für Icon-Gestaltung, die, wie ihr schon gesehen habt, also zumindest vier davon, in Konflikt zueinander stehen. Und mehr habe ich nicht zu sagen heute. Nächstes Mal geht es weiter mit Farbgestaltung. Danke.